So, in dem Video geht es jetzt darum, wie ich einen Online-Server nutzen kann. Und zwar hatte ich ja bei meinem ersten Blick rein in das Spiel ja hier festgestellt, dass es da unter dem Reiter Client, eine öffentliche Serverliste gibt. Das heißt, die sind irgendwo registriert und man hat da die Möglichkeit eben zu wählen, wo man spielen will. Hier vorne die Informationen, ich denke, die sind soweit klar. Und zwar ist das die Angabe, für wie viele Leute ist da Platz drauf. Also das ist die zweite Zahl und die erste Zahl gibt an, wie viel Grad momentan drauf sind. Das kann dann unter anderem also bedeuten, dass ich zum Beispiel nicht auf einen Server drauf kann, wenn er halt voll ist. So, dann steht bei jedem Server dabei, was für ein Modus läuft. Das hier ist der Kreativmodus. Hier kann ich verletzt werden und muss dann wahrscheinlich auch essen. Und hier ist PvP erlaubt. Das heißt, man kann sich jetzt seinen Server aussuchen nach dem eigenen Interesse und nimmt dann halt irgendeinen. Hier gibt es auch dann German Land Rush und was auch immer. Zu jedem Server gibt es Informationen, Adresse und Port. Hier hinten der Port. Da steht zwar Name und Passwort, wobei man da sagen muss oder wissen muss, dass auf den meisten Servern folgendes Prinzip gilt. Das heißt, man gibt für diesen einen Server seinen Namen an. Meinetwegen jetzt hier BIPS und dann ein Passwort da hinten dran. Und wenn ich das erste Mal auf den Server gehe, kann ich dieses Passwort beliebig wählen. Das heißt, ich nehm mein Passwort, was ich halt haben will oder was ich gewohnt bin und kann dann da drauf gehen. Wenn ich jetzt auf diesen Server ein zweites Mal drauf will mit diesem Namen, dann muss ich genau das gleiche Passwort wieder verwenden. Wenn ich sage, oh Gott, ich habe das vergessen, dann kann ich Folgendes machen, ich muss mir halt einen neuen Namen anlegen. Der Vorteil dieses festgelegten Namens mit dem Passwort ist ganz einfach der, dass ich zum Beispiel Dinge, die ich gebaut habe, dann auch benutzen kann. Also wie zum Beispiel, es gibt ja diese locked, also die verschlossene Kiste. Und wenn ich halt das mit einem bestimmten Namen gebaut habe, dann kann ich die nur mit meinem Namen halt auch wieder öffnen. Deshalb sollte man sich sein Passwort merken, es sei denn, man probiert es halt gerade mal aus. Das mit dem Passwort ist so eine Sache, wenn das vom Server Admin so festgelegt ist, geschieht das so, wie ich es gerade eben erklärt habe. Oder es kann natürlich durchaus sein, dass es auch ein Server ist, der halt ein bestimmtes Zugangspasswort benötigt. Das gibt es durchaus auch. Das muss man dann halt wissen. So, diese öffentliche Serverliste, wenn ihr die nicht seht, müsst ihr sie unten anschalten. Ich habe es jetzt angelassen, damit das da nicht verwirrt, weil ich habe diverse Server hier schon mal ausprobiert. Und die, die ich ausprobiert habe, die sind dann hier zu finden. Der Vorteil ist, man muss nicht in der Serverliste wieder suchen. Und wenn ich dann mich hiermit verbinde, muss ich eben das Passwort eingeben und komme dann auf den Server. So, da ich jetzt auf diesem Server schon war, lande ich jetzt nicht am Spawnpunkt, also an der Stelle in der Welt, wo die Neuanfänger hinkommen. Und jetzt ist eine wichtige Sache, ich habe jetzt für diesen Server ja nichts ausgewählt. Ich habe also keine Mods oder sonst was ausgewählt, sondern, und das ist auch der Grund, warum das so lange dauert, es wird heruntergeladen vom Server, welche Erweiterung man nutzen kann. Dazu gehört dann zum Beispiel auch eben das Inventar, das eben, ja, das ist, was ich auch schon mir mal installiert habe, aber zusätzlich sind halt noch ein paar Sachen da. Also zum Beispiel hier habe ich Armor, das sind also die, wie heißen das, sowas wie Schild oder Brustpanzer hier, was ich verwenden kann. Das war jetzt der Crafting Guide, so.
Ich habe ja nicht. Das ist eine Welt, wo ich im Überlebensmodus bin. Das heißt, ich kann das nicht so einfach mir bauen. Wenn ich keine Diamanten habe, dann kann ich das eben einfach nicht bauen. Also geht hier an der Stelle nicht. Und noch ein paar andere Sachen. Ich glaube, hier haben wir Waypoints. Was haben wir da? Aussehen verändern, Bekleidung. Habe ich noch nicht ausprobiert. Aber das sind jetzt alles Dinge, die, also Mods, die auf dem Server installiert wurden. Und die ich dann hier nutzen kann. Das Einzige, was eventuell von mir genutzt werden kann, das weiß ich jetzt nicht ganz, aber ich vermute es mal, ist das Texturenpaket. Das ist, glaube ich, das, was ich eben eingestellt habe. Aber alle anderen Sachen sind vorgegeben von dem Server. Und das finde ich wirklich perfekt. Das heißt, wenn ich auf irgendeinen Server gehe, muss ich mich nicht drum kümmern, wie bei Minecraft, welches Mod ist installiert, das Mod 1, Mod 2, Mod 3, sondern ich klicke es einfach an, gehe drauf und kriege dann die ganzen Erweiterungen automatisch runtergeladen. So, was haben wir denn da? Da ist ein Kaninchen. Also es gibt unter anderem eben auch einen Mod, wo Tiere rumlaufen. Das ist in dem Basissystem nicht vorhanden. Dann habe ich ein Stückchen Fleisch. Rohes Fleisch. Naja. Hier ist übrigens ein Mod verwendet worden, das nennt sich Pipeworks. Da kann ich hier von unten etwas, in diesem Fall Wasser hochpumpen. Bis hier oben hin. Und wahrscheinlich noch höher. Ist zwar unrealistisch, normalerweise mit einer einfachen Pumpe das so hoch zu bekommen, aber ist eigentlich egal, ne? Ist ja nur ein Spiel. So, also hier ein Server, auf den ich einfach so drauf komme. Hier, das sieht aus wie dieses Mod Straße. Und oh, das ist ein Zombie. Ich gehe gerade mal hoch, damit ich von dem Zombie nicht getötet wurde, werde. Okay, also vom Prinzip her ist es, denke ich, klar, man geht einfach hin. Vielleicht gucken wir gerade mal hier. Hier ist eine Pixel Mall. Wenn man jetzt mal ganz links unten schaut, sieht man Areas, The Pixel Mall, von einem Namen hinten dran, den ich nicht so richtig wage auszusprechen. Das ist auf jeden Fall der Benutzer, der diese Pixel Mall in diesem Fall erstellt und für sich gesichert hat. Das heißt, ich kann die eben nicht unbedingt nutzen. So, während das hier oben, ja, dieser Bereich, der ist jetzt hier nicht geschützt. Das heißt, da könnte jeder das in diesem Fall abbauen. So. Oder auch wieder hinbauen. Das ist möglich auf dem Server, das wäre vielleicht ein extra Thema, sowas nochmal zu machen. Im Allgemeinen wird sowas immer am Spawnpunkt geklärt. Und wir gehen mal gerade an den Spawnpunkt. Das heißt, ich drücke T und Spawn. Geht nicht, okay. Geht auch nicht. Also, das ist wahrscheinlich auch ein Mod, mit dem ich das festlege, wie ich hinkomme. Ich mache jetzt mal was ganz Verwegenes, und zwar töte ich mich mal, indem ich einfach mich runterfallen lasse. Ups, ich bin gestorben. Ah, nee, noch nicht. Ich lebe noch, aber ich glaube, die Höhe reicht hoffentlich, oder? Immer noch nicht, verdammt. Dann machen wir es nochmal. So, jetzt aber. So, und da lande ich dann am Spawnpunkt in diesem Fall. Und wie auf den meisten Server, wenn man also neu draufkommt, findet man dann so Schilder, wo man Informationen findet. Also zum Beispiel, wie man sich zu benehmen hat, und noch ein paar Informationen. So, und im Allgemeinen gibt es dann immer irgendwie so eine Anweisung, was musst du machen, damit du Interact Privileges bekommst. Das heißt, damit man eben
tatsächlich auf dieser Welt spielen kann. Also zum Beispiel eine Tür öffnen oder irgendetwas. In diesem Fall muss ich hier T, also sprich die Texteingabe, öffnen und dann Play Nice. Drücken. Hier sind noch ein paar mehr Informationen. Der Ausgang ist bei diesem Server ein bisschen versteckt. Der ist nämlich hier drüben. Hier ist eine Tür, da komme ich nicht raus, aber hier. So, und dann bin ich in der Welt draußen. Da steht irgendwas. Kann ich von hier unten nicht lesen. Ah, der Mülleimer. So, mein Sohn hat mich übrigens auf diese Welt gebracht, auf diesen Server, und da gibt es ein Mod, was ich auch schon woanders kennengelernt habe. Das sind solche Teleportboxen. Das ist das sogenannte Travel Net, also so eine Art Transportnetz. Und da kann ich draufklicken, um in diesem Fall zu dieser Pixel Mall zu kommen. Und irgendwo gibt es den Ausgang. Glaube hier drüben. Man sieht jetzt als Minecraft-Nutzer einen Unterschied, zum Beispiel hier, dass ich ganz andere Tische habe und Stühle, also Sessel in diesem Fall, wo ich dann ziemlich viel machen kann. Oder hier gibt es einen Brunnen. Speziell haben wir wieder diese Pipeworks, das Pipeworks-Mod, das hier genutzt wird. Und Moment, halt ein Zombie, der nachts rumläuft. Fliegt gerade mal wieder weg. Ja, vielleicht noch eine kleine Information zum Thema Fliegen. Es ist zwar nicht auf jedem Server erlaubt, aber wenn es erlaubt ist, ist es interessant, wenn man es kann. Ich gehe gerade mal hier oben hin in Sicherheit aufs Dach. Ich glaube, das sind Solarzellen. Und zwar kann ich mit der Taste K das anschalten, dass ich fliegen kann. Free Move enabled oder auch nicht. Und damit ich normal laufe, also zum Beispiel auch Treppen runterlaufe, muss ich wieder die Taste K drücken. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier oben drauf bin und ich will gerne darunter klettern oder runterspringen, dann muss ich das machen, indem ich das K drücke, weil dann falle ich tatsächlich auch runter. Wenn ich jetzt gerade mal, ja, jetzt bin ich wieder am Fliegen halt, ne? So, ich bin ja gerade runtergesprungen und da gibt es dann eine Box, meine Knochenbox. Das sind sozusagen die Teile von mir, die ich eben verloren habe. Plus ein kleines Geld, einen kleinen Geldbonus, warum auch immer, den ich dann bekomme. Ja, also das war mal ein Blick auf einen Server. Das sieht dann auf anderen Servern halt anders aus. Das ist hier ohne PvP, ich kann aber sterben. Kann fliegen und kann ansonsten im Survival-Modus alles abbauen, was ich brauche. Also hier muss ich tatsächlich Bäume abbauen, um Holz zu bekommen und so weiter. Diese Server sind auf jeden Fall eine Möglichkeit, mal einen Blick in die Möglichkeiten von Minetest zu bekommen. Das heißt, man geht mal auf den Server, liest sich das durch, was da alles geschrieben steht, welche Möglichkeiten es gibt, welche Mods es gibt und guckt sich vielleicht auch bei den anderen an, was die gebaut haben. Und dann muss man nur noch herausfinden, ja, welches Mod was macht, ne? Weil das ist das Schwierige. Das ist so das ein bisschen Ungünstige in Minetest. Man muss halt erstmal ein bisschen mehr auch herumsuchen, um ein paar Mods zu finden. Aber ansonsten ist eine schöne Möglichkeit, das Ganze hier zu nutzen und auszuprobieren. Und diese Servernutzung ist absolut unaufwendig. Such dir einen aus und benutze ihn. Jetzt gäbe es, was man noch klären könnte, wären so Punkte wie, tue ich mir zum Beispiel einen Bereich sichern. Das wird sicherlich nochmal extra kommen, denn
wenn ich auf der Singleplayer-Welt bin, also wenn ich nur eine Welt für mich allein gestellt habe, kann ich zum Beispiel nicht fliegen. Und so ganz einfach geht das auch nicht. Da muss man wissen, wie man sich das erlaubt. Und das werde ich nochmal in einem anderen Video erklären. Also hier erstmal nur dieser Blick zum Ausprobieren. Einfach mal ins Server reinschauen. Viel Spaß!